Hallöchen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Konarium mit dem Ochi, dem verzweifelten Ochi. Ich hab gerade eben so einen halben Rage-Quit gemacht, ne, am Ende der letzten Folge. Also nicht so richtig Rage, aber trotzdem Quit. Und dann dachte ich erstmal, mache ich noch irgendwas anderes oder so? Aber ich habe mich jetzt doch nochmal entschieden, nach einer ganz kurzen Pinkelpause im Stream, es doch noch einmal zu versuchen. Weil vor allem wir uns jetzt gerade im Stream noch ein, zwei Let's Plays bei anderen angeguckt haben. Also hier nicht komplett natürlich, aber diese Stelle. Und die haben das einfach auf Anhieb geschafft, weißt du? Da kamen auch voll die Leute und so angerannt. Aber die haben es irgendwie relativ spontan auf Anhieb geschafft, denen zu entgehen, ohne große Tricks. Von daher, es muss irgendwie gehen. Vielleicht hatte ich eben einfach nur mega Pech. Wir probieren es nochmal. Und ja, die hatten auch Probleme mit, die können nicht mehr laufen und da werden noch mehr aufgeweckt und pipapo. Aber irgendwie hat es bei denen funktioniert. Da will ich natürlich in nichts nachstehen. Von daher ist jetzt so ein kleines bisschen mein Ehrgeiz geweckt. Mal gucken, wie lange das anhält. Wenn ich hier einfach mal ans Außen entlang laufe. Theoretisch, also in einem Let's Play ist die gute Pandoria sogar bis zu dem Licht da hinten gelaufen. Ich habe aber nicht so viel Glück. Ist zum Licht gelaufen und ist dann an den Leuten vorbei und konnte bis ganz zurück durchlaufen. Ja, scheint hier jetzt nicht so gut zu funktionieren, aber wir probieren es einfach weiter. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, wie oft probiere ich das jetzt, weiß ich noch nicht genau. Schauen. Das ist ja hier jedes Mal erstmal. Ne? Ich glaube, hier brauche ich erstmal nicht zu laufen. Das nutzt nichts. Das hat keinen Wert. Erst wenn er sich dann ein bisschen beruhigt hat, genau. Dann kann man es eventuell mal probieren. Vielleicht ist Dauerlaufen auch gar nicht so gut. Ne? Kann halt auch sein. Hier sind die Leute, ja. Ich könnte auch nochmal zum Licht laufen. So, und hier werden die mich bestimmt gleich wieder heimsuchen, ne? Ja, ja, da läuft doch jemand. Ja, hör halt auf zu laufen, ist okay. Ist schon nicht so leicht. Man hat's schon nicht so leicht. Ja, komm ran. Ja, jetzt. Ich bin sogar relativ weit entfernt von ihm. Wenn wir ihn einfach permanent angucken, dann traut er sich nämlich nicht. So funktioniert das bestimmt. Mhm. Wir können auch... Ja, hier kann man sich halt durchquetschen, aber nutzt es was? Hier kommen die jetzt wahrscheinlich erstmal an, oder? Ja, ja. Genau. Oh, der ist zu nah dran. So lange halte ich nicht durch, das glaube ich nicht. Da lang laufen. Ach, fuck, ich weiß es doch nicht. Ich laufe mal hier. Ich kann mir da ein bisschen verschnaufen. Das wird bestimmt total gut funktionieren. Ja, ich sehe ihn. Was? Achso. Ich habe mich gerade um 360 Grad gedreht. Verschnaufen, verschnaufen. Noch mehr. Nein. Ja, und jetzt bräuchte ich Stamina Boost. Einmal Adrenalinspritze. Ja, bleib einfach stehen, ist okay. Adrenalinspritze ins Herz. Ich will nicht. Vielleicht sollte ich ein bisschen stehen bleiben, tatsächlich. Ein bisschen gehen. Jetzt wieder laufen. Schon. Wenn schon wieder so anfängt, ist schon schlecht. Komm schon. Lauf. Alter, bin ich angespannt. Lauf so schnell du kannst. Lauf. Komm schon. Okay. Die Sache ist die.
nicht hundertprozentig sicher, ob es funktioniert. These must be the products of my disordered imagination and nothing more. Der Punkt ist der, sobald man hier drin ist, das habe ich eben in den Let's Plays gesehen, hat es sich. Oh, okay, und jetzt habe ich wieder keine Ahnung, wie es weitergeht, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Ja, wie gesagt, weiter habe ich nicht geguckt, habe mich nicht gespoilert. Wir gehen einmal weiter. Guck mal, was uns hier erwartet. Hoffentlich ein bisschen mehr Ruhe. Ruhet in Frieden. Okay. Ist auch wieder... Ja gut, jetzt müssten wir eigentlich wieder da sein, wo wir... Ich bin mir nicht sicher. Da sein, wo wir ursprünglich reingekommen sind? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken uns einfach mal um. Ja, ja genau. Hier ist dieser komische See. Ich speichere mal ganz kurz. Ich meine zwar, er hätte gerade automatisch gespeichert. Ah, hier können wir nicht rein. Okay. Okay. Ja. Was sind die Alternativen? Schauen wir mal. Hi. Aha, hier müssen wir uns doch wieder durcharbeiten. Aber ist ja sehr praktisch, dass wir hier die Lichter haben. Andererseits, gab es hier nicht noch irgendwas anderes? Ich meine, das ist hier ja irgendwie ein großer Bereich. Ne? Hier nach links könnten wir zum Beispiel mal lang. Ah, aber da kommen wir auch nur hier entlang. Okay. Ach, weißt du was, dann von mir aus. Von mir aus. Probieren wir es aus. So, lasst ihr mich, ihr Hüter des Efeus? Jo. Das funktioniert. Cool. Mhm. Fancy. Fancy, fancy. Unser Grab ist auch schon bereit. Unser Sarg zumindest, Sarkophag. Aha, ja, 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 ja. Wieder beten. Ja, ja, die beten den hier an. Das haben wir auf dem Bild auch schon gesehen, ne? Der Wand. Malerei oder wie auch immer man es nennen mag. Dem Kunstwerk. Gut. Ich pack das mal weg, oder? Vorerst mal. So, können wir hier irgendwas machen oder müssen wir hier. Irgendwo anders hin. Mit Ö. Ö-ä. Irgendwo anders hin. Kommen wir vorbei? Stimmt, müssen wir das irgendwie drehen oder sowas, oder? Oder können wir hier... Ach, wir können es hier vorbeischleichen. Okay. Das ist auch eine Möglichkeit. Backstage, sozusagen. Was? 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 I don't know if anybody reads this or if there is anyone still alive out there. I've lost everybody who was on my search party. Lost my mind. I am alone and afraid. Even from the outer place echoes of my own footsteps that are reverberating along these halls of ages-long silence. It is hard to tell if I am alive anymore. Oui. Those visions, sounds, the devilish scenes described in the release I come across every now and then. We were not meant to be here. Dr. Faust, are you there? Schreck mich nicht so. Answer me, please. Zu spät. Ja, das klang eher nach jemandem.
Vielleicht war es der Dr. Faust, der schon aufgegeben hat, oder? Mehr oder weniger. Tja, da lang, da lang. Ist hier vielleicht noch ein Geheimnis zu finden? Aha. Hi. Halten die sich die Ohren zu? Sollte ich hier wieder weg? Oh, komm hier nicht weg. Okay, dann halt Flucht nach vorn. Boah. Das war cool. Okay, das war cool. So könnte es die ganze Zeit sein. Okay, okay. Scharf. Ja, ein kleiner Blick in die noch frühere Vergangenheit. Die frühe, frühe Vergangenheit, frühe Frühzeit. Hui. Das hier, sind das tatsächlich Glocken, ne? Das sind gar keine Lampen. Gut, das habe ich auch nicht wirklich geglaubt. Ah, dann sind das Glocken. Das macht irgendwie auch mehr Sinn. Also, wenn man von Sinn sprechen kann, aber ja. Scheint doch irgendwie... Alter, was ist das denn jetzt hier? Es gibt keine Decke mehr. Die Zeremonie. Also. Observer. Es sind da echt so viele Elemente von verschiedenen Spielen irgendwie. Ob absichtlich oder nicht, keine Ahnung. Was? Ach, was? Passt hier ja irgendwie so überhaupt nicht hin. Also, naja, gut, das Ganze hier. No more can we harbor ourselves on the safest shores, for there are things that cannot be undone. Ach, das ist doch hier wie am Anfang, ne? Hallo? Frank, go panic. Endlich mal wieder was anderes. Is that a sheer delusion? Endlich mal wieder eine andere Szenerie. Oh, wie ich das vermisst habe. Fast schon. Ha, 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 ha. Ha. Tagebucheintrag. Wie ich das Lesen hier fast schon vermisst habe. Was? Ich habe... Was? Ich habe keine Taschenlampe. Ach was. Keine Gegenstände. Full Reset. Okay. Na dann müssen wir es eben so lesen. Es war... Shit, was war das denn jetzt? Dokumente, oder? Hier, ich glaube das. Eintrag 1, 14.09.44. Nachdem ich mein Wissen über das Arkane vertiefen konnte, denke ich immer öfter über Universalien nach, darüber, ob Definitionen in der Natur der Sache liegen oder doch nur ein Produkt unserer Vorstellungskraft sind, trügerisch und möglicherweise sogar nur ein zufälliges Produkt der menschlichen Sprache.
Unsere Möglichkeiten, Eindrücke wahrzunehmen, sind absurd begrenzt und unsere Wahrnehmung der Objekte um uns herum ist unbeschreiblich eingeschränkt. Wir sehen die Dinge nur auf die Weise, für die wir konstruiert wurden und können ihre wahre Gestalt nicht einmal im Ansatz erahnen. Was also befindet sich jenseits der menschlichen Hülle, in der wir gefangen sind, und ist es möglich, wenn auch nur ein einziges Mal, diese Hülle abzustreifen? Was wissen wir wirklich über die Welt und das Universum, das uns umgibt? Über die letzten 10 Jahre meiner beschwerlichen Existenz musste ich mit diesen brennenden Fragen leben, die mich vom Rest der Menschheit isoliert haben. Doch gestern Nacht habe ich endlich Antworten gefunden. Während der letzten Sitzung konnte ich dank Franks Hilfe endlich den Drucker dazu bewegen, zu funktionieren. Die Ergebnisse sind zwar unklar, aber wir haben die ersten empirischen Beweise für das, was wir dort draußen erblickt haben. Okay, interessant. Steht hier wirklich Printer? Printer, ja. Gut. Ja, dass wir keine Taschenlampe haben, ist tragisch. Find ich nicht gut. Was könnten wir da machen? War doch was, oder? War nicht ein Punkt? Vielleicht habe ich das hier auch für einen Punkt gehalten zum Interagieren. Soll das ein Spiegel sein? Wenn ja, hat er schon bessere Zeiten gesehen. Ach, guck mal. Können wir die eventuell... Yep. Sehr schön. Gut. Ausgezeichnet. So eine Taschenlampe haben wir auch schon mal gesehen. Die konnten wir allerdings nicht mitnehmen. Wäre das eine alternative Taschenlampe gewesen für die ganze Zeit jetzt, die wir halt diese andere Taschenlampe hatten? Könnte sein. Und hier können wir aber nichts weitermachen. Ne? Sieht mir nicht danach aus. Na gut. Dann Layers of Fear Style. Wie geht's weiter? Nee. Oh. We need to be cautious. Not to let anyone else see this grand collection. Ah. It could be extremely dangerous for both of us. Die Sammlung, ja. Sind das Dinge, die wir... Ja, von wo haben wir die denn? Von unseren Expeditionen hier in der realen Welt? Oder, ich bin nicht so sicher. Oh Mann, können wir uns die angucken? Blech. Deliberately preserved heads from Mesopotamian marshlands. Such cultivated minds kept in permanence by getting dried under the scorching sun with methods now lost to us. As well as the sun, they were believed to be symbols of knowledge. Grafisch schon echt schön gemacht, aber umso creepier. Boah. Ganz schön krass. Der sieht ein bisschen so aus wie der vermeintliche Roboter, den wir da gesehen haben. Wie der Frank, meine ich natürlich. A stuffed subadult Nile crocodile. One of the oldest creatures still living on the face of the earth. Okay. Für auf keinen Fall jemanden sehen lassen, ist bestimmt eine geschützte Art. Oh, was ist denn hier passiert? Oh. Oh, hier ist nichts. Hier ist noch nichts. Boah, sind das Masken oder was? Ja. A medicine man mask from Northwest Africa. Okay. A sacrifice ritual mask from Middle Africa. Und wenn wir uns die anziehen, je nachdem, was wir gerade so brauchen, uns das verschiedene Superpowers oder so. Was hat er sich denn notiert? Ah ja. Aha. Ja. Hat er sich notiert, was wir da so, naja, hier halt rumliegen haben. Mal gucken, inwiefern das relevant sein wird. Gut. Na dann. Wieder ein Schiff, wie ganz am Anfang. Jetzt hier etwa in den Keller. Also ich weiß, ich wiederhole mich, aber es erinnert mich gerade voll an Layers of 4.
ein, was ist es denn? Ist das sowas, um irgendwie so Feuer zu schüren oder wie man es nennt? Können wir es nehmen? Ja, können wir. Ach, Brechstange, okay. Ja, das geht. Das geht auch. Ist jetzt aber keine Gordon Freeman Gedächtnisbrechstange, um ehrlich zu sein. Okay. Ja. Vampire. Nackte Vampire. Sind wir jetzt vielleicht noch vor unserer Abreise zu der Expedition oder so? Was? Die Eingangstür hier ist locked oder was? Aha. This relic is from Madagascar. I have two versions, but this one is extremely rare. It is called Hanaldi. Nobody knows exactly what it means, but from its symbolic depiction of a dark sphere inside a light one, it is thought that it could mean the underworld. I had it brought by an old captain friend who often visits that island for trading purposes. Okay. Ist auch eine Nummer, ja, in der Tat. Und, das ist hier die andere Variante, oder? Ja. Kann sein. Was sagt er hier nichts zu? Ja, es geht weiter und weiter. This is exactly the same room I've been in one of my visions. Kann sein. War das die Vision, wo da eine so ganz dunkle Person saß? Ja, ja, auf jeden Fall mit diesem Topf hier. Ja, 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 ja. Dann wurden wir irgendwie weggeschickt, ne? Interessant. Ein Brief an Dr. Faust. Mein alter Freund, was Sie mir über die geteilten Erlebnisse der Konarium-Probanden berichtet haben, lässt mich an die nekromantische Art der Datenerhebung denken. Sicherlich erinnern Sie sich noch daran, was ich Ihnen darüber gesagt habe, warum manche Leichname der Verwesung widerstehen und über tausende Jahre wohlerhalten in ihren Gräbern ruhen. Ich denke, dass ich Ihnen mit Hilfe eines gewissen Bekannten solche Exemplare zukommen lassen kann. Dies wäre sicherlich vorteilhaft für uns beide. Okay, ich freue mich auf baldige Antwort, Warren. Ging also an den Dr. Faust, gewisse, naja, Exemplare, gewisse Objekte. Mal gucken, ob wir die hier auch noch irgendwo finden oder handelt es sich dabei um die Köpfe da, die Schrumpfköpfe, die wir schon gesehen haben. Sagt da nichts zu. Das Bild kenne ich auf jeden Fall auch aus anderen, zumindest einem anderen Game. Hier ist, na gut, sieht man schon so, was da drin ist. Hier ist was. Ein Pinguin. Ach, hier ist eine, Beschreibung muss ich natürlich mal gucken. Eine Figur eines Kaiserpinguins, einem Tier, das in Antarktika beheimatet ist. Okay. Wow. Trophäe. Hier war hier auch eine Beschreibung? Nee, hier war keine. Na gut, hier haben wir aber weitere Gegenstände. According to legend, this very djembe belonged to a learned drummer from Senegal, who can speak with the dead by rhythmically beating it. A native drum from the Asmat people of New Guinea. Trommel. Their creation myth says Fumeripits made the first carvings of men and women. By beating on this drum, Fumeripits caused the figures to dance, bringing them to life. Merkwürdig. Nun gut. Ja. Eine eher altertümliche Karte der Welt, oder? Sehr. Ist das die Pole? Links und rechts? Dann sind die hier sehr zentral. Aber das kann doch irgendwie nicht sein, oder? Ansonsten wären die hier sehr zentral auf dieser Karte. Naja. Auch wieder mit zwei
Pünktchen, zwei Polen womöglich. Ja. Garta. Mhm. Antarktika, pipapo, ja, vielleicht wurden hier die Expeditionen vorbereitet. 49, hier sind Zahlen markiert. Soll ich mir die mal, merken? Ich mal ein Foto machen. Moment. Just in case, wer weiß. Ne? Gut. Ja, alles klärchen. Hier waren wir schon, ne? Ich meine schon. Nichts übersehen. Auch wenn es etwas länger dauert, aber ich will halt nichts übersehen. Mask of an all-powerful moon goddess, esteemed by an eastern island tribe, now lost in time. It is from the private collection of the late famous hermit, Klaas von Herdeth. Don't ask me how I get it. I have my ways. Ja, dass du so deine Methoden hast, ist schon klar. Elusive mask from the submerged parts of Kerguelen Islands. Kerguelen, mhm. A cryptic mask with an untraced origin. Boah, die Zähne sind voll cool. Shader, Shader. Gut. wo gucken wir als nächstes? Ah, hier ist so viel. Viel Krams. Was ist denn hier los? Aha. Okay. Irgendwie wie unsere Uhr zu sein. Oder was ist Uhr? Dieses komische Device, was wir hatten. Jetzt ja nicht mehr. Haben wir hier vielleicht die Grundlagen dafür gelegt. Mhm. Kenne ich doch auch irgendwo her. Kommt mir jedenfalls irgendwie. Ja, eben. It sounded like the floor is hollow back there. Genau. Ach so, ja, das machen wir erstmal nicht. Wir gucken uns erstmal weiter um. Woodland Lizard Spirit Mask. A serpentine ritual mask from India, which is said to have hypnotic effects on the one who deeply gazes into its eyes. Mhm. Augen scheinen aber eher geschlossen zu sein. Also sieht so aus zumindest. Sag ich in meiner naiven Sicht hier. Nix. Hier ist etwas. Jep. Ach, meine Güte. Verehrter E.W. Ross, wie können wir nachvollziehen, wie viel Zeit genau vergangen ist, seit die frühesten Stufenpyramiden im alten Sumer errichtet wurden? Was können wir schon wissen über die halb zerfallene Sphinx, die noch immer stolz auf dem Gizeh-Plateau steht? Sie rechtfertigen lediglich die bloße Unwissenheit der Menschheit, indem sie uns dazu zwingen, Ach Gott, irgendwie ist der Text ein bisschen zu klein, die Zeilen sind zu nah beieinander oder so. Dazu zwingen zuzugeben, dass unsere angeblichen Errungenschaften angesichts der Unermesslichkeit des Kosmos reine Illusion sind. Heute möchte ich Sie über etwas informieren, das von ebenso hoher Bedeutung ist wie die eben genannten Bauwerke. Ich kann mir vorstellen, dass Sie nur schwer glauben können, was ich Ihnen sogleich berichten werde. Ich konnte nach langer Zeit endlich in den Besitz von Informationen hinsichtlich der sagenumwobenen Stätte der Rub-al-Kali gelangen, die angeblich zu einer Zeit ungeahnter Wunder gebaut und der Legende nach vor tausenden von Jahren absichtlich unter den ewig wandernden Dünen versenkt wurden. Das war jedoch noch nicht alles. Laut einer zuverlässigen Quelle soll sich in diesen Hallen Abbildungen oder Informationen zu den Orten uralter Konarien befinden. In den nächsten Wochen werden Sie ein Buch per Post erhalten, das die Standorte dieser Städte beinhaltet, sowie die Kopie einer vorsintflutlichen Karte, die älter ist als alle bis heute bekannten Karten. Das welche von denen, die wir schon gesehen haben vielleicht. Ich bin mir sicher, dass Sie voller Begeisterung
sind und diese Funde gerne im Detail mit mir besprechen würden. Doch leider wird dies nicht möglich sein, zumindest noch nicht, denn ich werde noch eine Weile lang die orientalischen Wunder der alten Welt erkunden. Sie wissen, was ich damit meine. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Harley Warren, ja, noch ein bisschen rumtrippen wahrscheinlich. Das meint er damit. Eine Walze. Wo werden wir die wohl finden? Ist die hier eventuell irgendwo? Und ja, da müssen wir natürlich auch gucken. Ich weiß. Da vielleicht aufmachen, hier aufmachen? Nö. Hier sind doch noch ein paar Türen übrig, oder? Die auf jeden Fall nicht. Sollen wir im Keller oder sollen wir hier erstmal... Achso, was können wir hier machen? Ach, guck mal. Was? Hä? Aha. Ach was. Offenbar funktioniert es noch nicht. Wow, diese Animation war so episch. Ah, na guck einer an. Dieses Objekt ist auch total episch. Gut. Und was haben wir hier? Boah, strahl mich halt an. Aha, das ist vielleicht etwas, das wir da einsetzen können, dieses komische Gerät. Ein Ornament aus Metall hier. Das war's. Okay. Na dann, machen wir zuerst mal das hier. When using Cornarium, we are able to be seen as well as to see. For some time, I was detecting a conscious something. Previously unseen by my rudimentary vestiges. Only lately, it becomes clear to me. Now it comes into every session and seems to materialize more and more each time. I won't attempt describing it, but only would say that it's not benevolent. From what I can get from its glowing semblance, which I believe is used as a way of communication, it can sense you only if you spend a considerable time within the sessions. I've read about it in the cursed Necronomicon and some elusive records compiled from deep-rooted Bedouin oral literature. Thus learned that it tries reaching the corporeal vessel to dominate and execute the wanderers of the beyond, such as ourselves. But again, against all warnings, I was a fool to believe that I can stop it with just simple signs and incantations. As a resort, we ended up lighting up the place with myriads of candles as well as electrical lamps. But still shiver with fear, with every noise our rundown enclave is causing, isolated from ancient darkness of the night. Ja, ja, die Torheit der Menschen kennt keine Grenzen oder so. Boah, ist auch irgendwie ein bisschen creepy. Ja. Wir sollten lieber das Licht um uns herum versammeln. So, aber hier können wir trotzdem nichts machen. Können wir das irgendwie... Naja, es sieht aber auch nicht so wirklich aus, als würde das hier hingehören, ne? Naja, es ist es irgendwie noch nicht. Was? Was war das? Scheiße, was war das? Alles gut. Alles wird gut. Sollen wir hier mal runter? Ich glaube, das hier ja irgendwie... Weiß ich nicht. Irgendwas, wo wir dieses Dings da einsetzen können oder so. Aha. Noch mehr Krams. Oh, ja, ein altes Relikt. Stimmt aus der ganz frühen Frühzeit der Menschheit. Okay. Kleine Klopsis. Was haben wir hier? Tagebucheintrag. Ein Tag 3. Das hier war... Nee, warte mal kurz. Das war Eintrag 1. Wo ist denn die 2? Naja, egal. Eintrag 3. 44 wiederum. Diese Dimension liegt außerhalb des uns bekannten Raumzeitkontinuums und erschließt sich nur den Initiierten, denn das Konarium ist der Schlüssel. Je mehr wir die Fesseln unseres fleischlichen Gefängnisses hier
hinter uns lassen, desto mehr erschließt sich uns diese unbekannte Dimension. Wir müssen lediglich an eine beliebige Frage denken, um ein Fenster für unser nicht-materielles Selbst, unsere Gedanken zu den Antworten zu öffnen. Und mittlerweile wissen wir auch, dass alle Teilnehmer die Erfahrungen in den Sitzungen miteinander teilen und diese durch das persönliche Wissen eines jeden Einzelnen verstärkt werden. Selbst wenn ich nur daran denke, welche Möglichkeiten sich uns dadurch auf unserer Suche nach der Transzendenz der Grenzen unserer eigenen sterblichen Körper ergeben könnten, treibt mich das beinahe in den Wahnsinn. Nur beinahe. Doch manchmal frage ich mich, warum wir unseren Verstand an diesem verbotenen Ort noch nicht verloren haben. Hinter den dicken Wänden der absoluten Dunkelheit, die uns umgibt, lauert etwas, das mir Dinge in einer Sprache zuflüstert, die mir bekannt ist, und doch kann ich den Inhalt nicht entschlüsseln. Mal gucken, ob wir uns nochmal auf die Reise begeben werden. Konarium und so. Sind wir Teil von einem Konarium, das sich dann connected hat? Oder wie ist das zu verstehen? Ah, so, hier haben wir es eingesetzt, wie es aussieht. Okay, auswählen, interagieren, ja. Aha. Ja, okay. Aha, 3 Stück. Gucken, wenn wir irgendwelche anderen 3 auswählen. Ja. Irgendwie so. Na gut, ich glaube, wir brauchen mehr Informationen, wa? Wo auch immer uns diese Tür da hinführen soll. Ja, wir haben noch dieses komische Gerät, das wir irgendwie noch nicht aktivieren konnten. Haben wir denn ansonsten alle Türen geöffnet, alle Sachen angefummelt? Oder nicht so? Ist die Tür da hinten vielleicht aufgegangen? Oder? Nee, das war nicht das Klack, das wir vorhin gehört haben. Oh, die hatten wir noch nicht, oder? This is called the Mask of the Beholder. Also, das ist ja hilfreich. Skulls from New Guinea that are believed to be housing protective spirits. Wo ich gerade hier dieses Symbol auf der Seite sehe, das kann man so und so nicht so sonderlich gut erkennen. Ob ich das Symbol sehe, ob wir hier von den Gegenständen irgendwie uns die Symbole zusammensuchen müssen oder so. Weiß nicht. So richtig genau habe ich auf mögliche Symbole auf den Gegenständen nicht geachtet, ehrlich gesagt. Was kann man hier machen? Weiß ich nicht. Wenn ich allerdings so auf die Uhr gucke, ist eigentlich wieder Zeit für ein kleines Päuschen in der Folge, oder? Ich überlege auch, ob ich vielleicht einfach Feierabend machen soll für heute. Ehrlich gesagt bin ich so ein kleines bisschen durch, muss ich schon sagen. Von daher können wir eigentlich machen, oder? Weißt du, wir machen es uns hier noch ein bisschen gemütlich in unserem schönen Häuschen. Ja, weißt du was? Die Stiefel bei der Gelegenheit nochmal nach oben. Können wir uns nochmal in unser Bettchen legen oder so. Und dann machen wir vielleicht für heute einfach mal Pause. Wow, hier, siehst du? Hier machen wir es uns gemütlich. Hier will ich sein. Und dann würde ich sagen, gucken wir das nächste Mal weiter. Oder? So gespeichert ist, das ist schon mal gut. Und dann sage ich in der Aufnahme an dieser Stelle schon mal tschüss, im Stream gleich noch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und hoffentlich sieht man sich das nächste Mal wieder oder in einem anderen Let's Play. Vielen Dank und bis demnächst dann, macht es gut und tschüss.